And now I fly like a bird. Wir machen heute was ganz Entschleunigtes. Okay. Weil du ja sonst eigentlich immer schnell unterwegs bist und. Ja. Ne? Das ist schön. Machen wir einen Spaziergang? Kommst du mit mir mit? Oh. Was soll das heißen? Heißt das so jetzt ja los? Ich war dann auch sehr enttäuscht, wenn ich nicht irgendwie mal gewonnen hatte. Dann habe ich auch geweint. Oh. Und habe mich hingeschmissen und war sehr enttäuscht von mir. Heute geht es nicht ums Gewinnen, heute geht es ums Ankommen. Ist sonst nicht unser Ziel im Sport. Ankommen reicht nicht. Heute reicht's mal. Hallo. Hallo. Ihr habt euch schon gefunden? Wir haben uns schon gefunden. Hallo, Jacqueline. Ich bin der Peter. Hallo. Wir sind hoffentlich schon Freunde. Wir machen heute was ganz Entschleunigtes. Kannst du das auch langsam dich fortbewegen? Wir werden sehen. Liegt dir nicht so in der Natur? Liegt mir eigentlich nicht in der Natur, muss ich sagen. Ich bin eher so der, naja, wir machen das schnell, wir ziehen das jetzt durch. Okay. Vielleicht auch ganz schön heute. Heute nehmen wir uns mal die Zeit. Genau. Was sollen wir tun, Jörg? Du musst uns sagen, was wir machen dürfen. Ja, die Esel müssen noch ein kleines bisschen geputzt werden, sehe ich. Ja. Also wir haben ja verschiedene... Damit würde ich anfangen. So. Ist das so fürs Grobe? Die müssen euch ja erstmal kennenlernen. Genau. Ja, einfach mit einem wildfremden Biathlet mitgehen. Macht auch nicht jeder. Das macht nicht mal jeder Sportler. Wie heißen denn die Esel überhaupt? Ja, also dein Esel, also die hier? Der von dir gerade verwendet wird, ist die Lucy. Lucy. Hallo Lucy. Das ist die Lucy ist die Mama von dem Kleineren. Ach, das ist der Kleinere hier. Das ist die Olga. Peter, hast du es eigentlich so mit Tieren? Sind Tiere so dein Ding? Ja, oder? Ich habe lange Zeit einen relativ großen Hund gehabt. Aha. Und der ist vor geraumer Zeit gestorben und da haben wir überlegt, nehmen wir uns wieder einen Hund. Aber für einen Hund braucht man ja so viel Zeit und dann ist man so gebunden, urlaubstechnisch und ich bin viel unterwegs. Und wir hätten zwar den Platz zu Hause und die Kinder wollten auch ein Tier. Ja. Und jetzt haben wir einen Leo und das ist ein Kater. Mein Lieblingstier ist der Esel, zufälligerweise. Zufälligerweise. Tatsächlich, wirklich im Ernst, mein Lieblingstier. Was ist dein Lieblingstier? Tatsächlich der Hund. Der Hund, warum? Weil der so treu ist. Ja. Das ist ja bei Katzen ein bisschen anders. Nee, dann, ne? Unsere Katze ist tatsächlich auch so. Ah, okay. Unsere Katze ist nicht wirklich eine Katze, glaube ich. Eine Hundekatze. Das ist eine Hundekatze. Sehr gut. Die stehen so ruhig. Das ist wie ein Kuscheltier eigentlich. Das Problem ist, die stehen nachher, wenn wir loslaufen, wahrscheinlich auch noch so ruhig. Oh Mann. Betrachtest du deine Sportlerinnen so auch als deine Schützlinge? Natürlich. So, ne? Die da auch so hegen und pflegen. Ja, nicht wie die Eselmädels hier, aber die Seele muss manchmal auch so striegeln. Manchmal ist man mehr als nur der Trainer, oder? Meistens. Weil man ja auch viel Zeit miteinander verbringt, kann ich mir vorstellen. Ja, viel mehr als mit der eigenen Familie. Ja. Also, und gerade Frauentrainer ist jetzt nicht ganz einfach manchmal. Denn Frauen wollen anders, nicht, was du meinst. Wollen anders behandelt werden als die Herren. Wie denn anders? Mehr an der Seele behandelt werden noch. Frauen müssen im Sport glücklicher sein, habe ich das Gefühl. Bei Männern, die sind so, oh, ich bin halt schnell gewesen, das reicht mir. Aber Mädels sind da anders geartet. Frauen sind eben komplexe Wesen. Sind komplexe, ne? Wesen, ja. Lucy? Sehr komplexe Wesen. So wahrscheinlich super schnell. Ne? Wie ruhig die hier steht. Hier ran, kommt es hier ran? Ja, und dann jetzt hier? Ach, das kommt hier oben ran wieder. Ne? Was ist, wenn sie losgeht? Wenn du was anderes vorhat als wir, dann musst du schon zeigen, dass du der Chef bist. Du dürft dir nicht fressen lassen, hab ich ja gesagt. Bin echt gespannt. Na komm, wir zeigen jetzt mal, wie das geht hier. Mir nicht. Wir der Führungspersönlichkeit. Wir wollen noch laufen, komm. Keine Esel. So, jetzt gehen wir aber. Oh, ist das schön. Ich würde sagen, wir joggen langsam los. Lasst euch nicht ärgern von den Schafen. So. Also, dass die so blöken, habe ich auch noch nicht gehört. Meinst du, das geht? Das muss ich machen. Okay. Bitte brich dir nicht die Beine, Lucy.
Gut gemacht. Super gut. Gut gemacht, hä? Ja, voll. Die ersten 100 Meter funktionieren schon ganz gut. Ich bin jetzt schon stolz auf uns. Ah, jetzt geht's los. Ne? Darauf habt ihr gewartet, auf das Gras. Du sollst nicht so viel fressen. Der Jörg hat gesagt, du wirst sonst zu dick. War das für dich eigentlich klar, dass du dann Trainer wirst? War das so? Tatsächlich, ja. Hättest du auch was ganz anderes machen können? Ich wollte aber gar nichts anderes machen. Warum nicht? Das ganze Jahr unterwegs irgendwo und draußen und eigentlich auch sein Hobby zum Beruf machen konnte. Das wollte ich eigentlich relativ früh schon. Ah ja, also eigentlich ist dann also Biathlon dein Leben. Ne? Du hast ganz früh, relativ früh angefangen und dann irgendwie nichts anderes gemacht, kann man so sagen, oder? Bin mit 3, 4 im Verein gekommen. Dann natürlich Biathlon erst mit 7, 8, ja. Weil man ja nicht schießen durfte. Ja, ja. Ne? Wir haben dann mit Luftgewehr begonnen, was für einen kleinen Jungen natürlich das Allergrößte war. Ach so, wir haben nur Luftgewehr geschossen, ja. Das war natürlich super, super interessant. Ja. Lucy, ich glaube, ich muss mal ein ernstes Wörtchen mit dir reden. Du sollst nicht so viel Gras fressen, hat der Jörg gesagt. Und du auch nicht. Ich habe mir das nicht ausgedacht, okay? Komm schon. Sagt der Lucy, wenn es jetzt nicht läuft, gehen wir auf die Hauptstraße. Da hast du das Gras. Oh, guck, das hat funktioniert. Alles klar, Lucy. Lucy braucht eine harte Hand offensichtlich. Ja, ja. Na komm. Musst du ausfressen lassen und dann, aua. Na komm. Ich sag dir einen schönen Tag noch. Ich komm dann später hinterher. Wir gehen auch, komm. Der eine kann es auskauen und wir gehen aber dann weiter. Der Peter kennt sich aus mit Sport, hör auf den. Er kennt sich aus mit Eseln. Die ist halt einfach... Ja, will sie einfach nicht. Oh! Okay, ich hab's verstanden. Ist gut. Wir müssen nur die Wiese überstehen hier. Das ist Paradies für Esel, glaube ich. Oh, jetzt geht's, jetzt geht's. Es geht. Okay. Vielleicht ist euch aufgefallen, der Peter hat seinen Esel an der kurzen Leine. Ja, genau. So hat man es früher gemacht. So hat man es früher gemacht, hat aber im Sport funktioniert. Ist aber jetzt schwerer, weil wir haben deutlich weniger Esel als früher. Weniger Leute, die es machen wollen, ne? Weniger ja. Nachwuchs. Viel weniger Nachwuchs, ja. Ist das ein Problem? Warum ist das so? Das ist ein großes Problem, na, weil sich keiner mehr schinden will. Hm. Sich schinden und durch den Wald zu rennen und zu schwitzen und... Schmerzen zu haben, das ist nicht jedermanns Sache. Und es wird immer weniger jedermanns Sache. Hm. Und wie war das damals bei dir? Du warst bereit, dich abzurackern und abzuschuften? Ja, nur, da war man als Leistungssportler ja auch noch irgendwo auf einem anderen Stern. Wenn man dann an die Sportschule gekommen ist, war man stolz wie Atze. Ja. Dass man einer der Auserwählten war. Okay. Ja, in meinem Altersjahrgang gab es etwa 30 Biathleten. Und es durften nur 10 an die Sportschule. Hm. So, da wurden welche... nicht delegiert, die heutzutage mit Sicherheit an die Sportschule hätten gehen können. Da war es noch was. Sozusagen. Da war es noch was, ja. Und ja. Ich wurde wirklich sehr, sehr ausgesiebt. Und das war, dann kam die Wende und in dem Moment, wo ich quasi ausgebildet war als junger Biathlet, hatte ich die Möglichkeit, in das gemeinsame deutsche Team irgendwo zu kommen. Und es kam für mich eigentlich genau richtig. Ich bin noch einmal Juniorenweltmeister geworden für die DDR. Ja. Und ein Jahr später dann für die deutsche Mannschaft. Ja. Halt. Und dann, 98 war dann dein größter Erfolg, ne? 98 war mein größter Erfolg. War Olympia Gold. Ganz genau. In der Staffel. Und dann, als ihr die Goldmedaille in der Staffel gewonnen habt, kannst du dich noch erinnern, was war das für ein Gefühl? Doch, könnte jetzt noch heulen, ehrlich gesagt. Ja? Ja, das ist... Da hat sich so alles... Hat sich so alles gelohnt. In dem Moment, wo man auf dieses Podest gegangen ist, hat sich so alles gelohnt, was man vorher als Kind so auf sich genommen hat, muss man sagen. Die ganze Schufterei. Die ganze Schufterei. Und dann war ja damals auch, ich war ja damals, meine Eltern sind ja früh gestorben. Mhm. Und da war ich ja schon vollweise gewesen. Meine Mama war auch schon, hat auch schon nicht mehr gelebt. Mein Papa ist ja schon ganz früh gestorben als ich. Und das ist eine Geschichte, wo du dann auch, ihr sagst auch, wenn ich den Papa noch gesehen hätte. Ja.
Das war krass, ja. Das war schön. Ich bin mir auch sicher, er hat es mitgekriegt. Ja. Jetzt bin ich auch vielleicht Tränen in den Augen, das ist gemeint. Ja. Ja. Und wenn ich darüber rede, kommt es mir immer noch. Ja, glaube ich. Da hast du dann dran zurückgegangen. Ja, ja, das ist. Weil mein Vater so ein Sportfan war. Der ist mit meinem Bruder immer schon mitgefahren. Mit mir, als ich klein war, dann. Und hat Dias gemacht und Dias-Show danach. Und der, cool. Und der ist da gestartet. Und der ist da gestartet. Der war sehr, sehr tief drin. Der wäre wahrscheinlich geplatzt vor Stolz. Der kleine Peter Olympiasieger geworden ist. Ja, ja. Aber das hat auch so mitgekriegt. Bestimmt. Ich bin auch sicher. Wie alt warst du dann, als du Vollreiter warst? Na, mein Papa ist, da war ich 12 und meine Mama mit 17. Hm. Ja, das war auch, da war ich auch so dankbar, dass ich im Sport so aufgehoben war. Also das hätte ich ohne Sport, ohne Trainingsgruppe, ohne Trainer, ohne Gemeinschaft, wer weiß, wo ich da gelandet wäre. Ja, und deswegen hat das, muss ich sagen, bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich im Sport gelandet bin. Und dass meine Mama mich dann auch, du stehst auf meinem Fuß, dass meine Mama mich noch gelassen hat. Auf die Sportschule. Wie gesagt, beide anderen Kinder waren schon weg. Ja, ja. Dann ist er Ehemann gestorben und jetzt soll der Kleine auch noch gehen. Meine Geschwister waren älter. Ja. Meine Mama war eigentlich nicht so dafür. Okay. Die wollte mich lieber zu Hause lassen. Und da kamen aber dann zum Glück ein paar Trainer, die sie überredet haben und haben gesagt, Mensch, der Peter, der hat schon ein gewisses Talent, lass den doch mal in die Sportschule. Und, ja, war sicherlich auch nicht leicht für sie dann. Das war ganz schwer für sie. Gut. Jetzt müssen wir weiterlaufen, sonst heulen wir jetzt hier noch richtig und ihr seid auch satt, genau. Ins Dorf, ja, wahrscheinlich. Wo sind wir jetzt reingekommen? Warte mal. Wir sind so Schönwettersportler. Schönwetter-Eselwanderer. Das ist man ja als Biathlet nicht so, ne? Halt immer kalt, wenn man. Aber wenn du dann auch in Oberhof wohnst, kann das auch schon mal sein, dass es nicht jeden Tag Sonnenschein ist. Davon habe ich gehört. Thüringen ist auch schön, ne? Thüringen ist sehr schön. Du bist ja auch immer hier geblieben. Ich bin immer hier geblieben. Ich will auch hier bleiben. Ja. Also wir sind nach Erfurt gezogen und Erfurt ist wunderschön. Ich bin da ganz jeden Tag happy. Ich glaube, wir müssen da lang, oder? Nee, wir gehen. Das ist doch nicht. Gehen wir hier rüber, ja? Die Güldequelle. Machen wir Pause hier, ja? Eine kleine können wir doch mal machen. Na, gerne. Oder? Ja. Müssen wir unsere Esel anbinden? Ich weiß nicht. Wollt ihr mal trinken, ihr zwei? Die soll sagenumwogen sein. Ehrlich? Habe ich gelesen. Auf der Güldequelle saß ein altes Mütterchen. Aha. Und irgendwas mit goldenen, blinkenden Dingen, die da drumherum gehangen haben. Dann kamen die Leute zu dem Mütterchen und sie hat ihnen Wasser gegeben. Und dann aus dem Wasser wurde Wein. Und dann das kam, ist meine Quelle. Ja. Dann kam aber ein habgieriger junger Mann. Oh. Und hat, der Esel steht auf meinem Fuß. Oh. Und hat von diesen goldenen Dingen, die da drumherum hingen, was geklaut und in seine Hosentasche gesteckt. Und von da an gab es nie mehr, ist das Wein. Mütterchen verschwunden und nie mehr gab es Wein aus Wasser. Was man sich alles ausgedacht hat. Und Gold hat, gewaschen haben sie hier früher. Also hättest du deine Goldmedaille mitbringen können, hättest du hier drin waschen können. Die hätte ich vorgestern tatsächlich fast mal verborgen müssen. Was? Verborgen? Silke Krauser-Pieler. Aha. Ich mich an, du hast da auch 98 Nagano gewonnen. Und ich sag ja, wir haben gewonnen. Und ich habe gewonnen, mitgewonnen. Hast du deine Medaille zu Hause? Ich sag ja, die liegt im Safe. Weil ihre ist nämlich auf der Sparkasse, auf der Bank im Schließfach. Sie kommt nicht ran und hat eine Veranstaltung, ob ich denn ihr meine Goldmedaille borgen könnte. Okay, wollen wir weiter? Lucy, was sagst du? Aber das hast du recht. Man tut sich als Sportler schwer, Sachen zu entschleunigen. Hm. Ich habe auch immer die Uhr, ich schaue immer auf die Uhr, ich bin immer überpünktlich. Ja. Aber bist du auch so ein strenger Trainer? Also wirst du auch mal... Laut? Ja. Selten. Aber wann? Wann wirst du laut? Wann ist der Kanal voll bei Peter Sendl? Wenn es respektlos wird, also wenn ich denke, oder Sportler auch, mir denke, mein Gott, die haben so ein Talent geschenkt bekommen vom lieben Gott, dass sie irgendwo wirklich ein sportliches Talent haben und werfen es einfach weg, wo ich mir sage, Mensch, die sollen das doch nehmen, dieses Talent, und machen nichts draus. Und das macht mich sauer. Das macht mich sauer. Andere wollen unbedingt und haben vielleicht das Talent nicht und kommen dann nicht dahin. Also was macht mich dann schon mal sauer, wenn ich dann im Training Leute Blödsinn machen. Ich habe ja gelesen,
dass du dich für die Olympischen Spiele in Nagano damals erst so in letzter Minute qualifiziert hattest. Ne? Gerade noch, eigentlich für jede. Gerade noch so. Es dürfen immer nur 4 oder 5 hin. Ja. Ja, und wir hatten ja dann damals, gab es ja auch namhafte Namen. Ich meine, das war, da war ein Marc Hörchner, ein Frank Luck und ein Rico Groß, ein Sven Fischer. Und das war hart immer. Und ich hatte das Glück oder vielleicht auch die Gabe, dass ich mich unter Druck noch mal aufraffen konnte und eigentlich unter Druck gut funktioniert habe. Deswegen war ich ein gern gesehener Gast in der deutschen Staffel. Im Einzel war ich tatsächlich achtmal Zweiter. Achtmal Zweiter? Ah. Fast immer stand dieser Name Ola Anna Bjørndalen vor mir. Habe ich schon mal gehört. Habe ich schon mal gehört, ja. Ist ein guter Freund. Aber er hätte mich wirklich auch in Eimer vorlassen können. Einmal. Oder Raphael Poré. Das waren eigentlich immer diejenigen, die zwei, die immer vor mir waren. Ja, ich hätte gern einmal gewonnen. Ansonsten bin ich mit mir im Reinen. Also habe jetzt einen Medaillensatz von 6-mal in WM. Und 2-mal Olympia. Also da, wie gesagt, da bin ich mit im Reinen. Ich hätte natürlich gerne mal diesen Einzelerfolg gemacht. Er war mir einmal, hat er in der Luft gelegen, da habe ich mich aber verlaufen. Also habe ich auch gelesen. Ja, ja, genau. Oh Gott, die wie war das? Ey, das war doch blöd. Bestimmt richtig ätzend. Ja, und deswegen erzähle ich meinen Sportlern auch jetzt immer, dass sie sich wirklich vorher vor dem Rennen informieren müssen, wo ist der Zieleinlauf, wo geht es ins Ziel. Und ich bin dann einfach in die Strafrunde eingebogen, nicht ins Ziel. Und da bin ich von Platz 2 auf Platz 15 abgerutscht. Und am nächsten Tag kam dann noch ein Verfolger drauf. Ich wäre dann am Platz 2 gestartet natürlich. Ne? Und jetzt bin ich als 15 gestartet. Und bin dann wieder auf 2 vorgelaufen von 15. Und hätte mir gedacht, an dem Tag war ich so fit, da hätte ich gewinnen können. Oh Mann, Peter. Das, sollen. Das ist ja sollen. Echt. Dumm. Oh Gott. Tragisch. Tragisch. Ein tragischer Held. Aber ja, die sind schon noch richtig, oder? Muss ich mal gucken. Apropos verlaufen. Lass uns lieber nochmal gucken. Also auf jeden Fall ist es ja bergauf und wir müssen irgendwo hoch, berghoch. Ja. Nun komm. Jetzt machen wir aber, jetzt gehen wir mal ein bisschen. Siehst du, die guckt nämlich, ob die Olga läuft und dann läufst du auch, ne? Hier so lang? Das kann sein. Das kann sein. Ja, das sieht auf jeden Fall aus wie so ein Weg. Nö. Du magst ja nicht lang, ja? Ist zu dunkel. Nicht mich im Po. Das stimmt richtig hier. Ja. Ich wollte noch so schön laufen. Oh, Peter ist schon unterwegs. Lucy, komm schnell. Schau mal hier. Olga läuft schon. Manno, wir joggen ihr seid fast. Ja schon im Sprint. Wir joggen fast. Oh, Zielgerade, das stelle ich mir auch als Leistungssportler schlimm vor. Die Zielgerade ist eigentlich schon, da hat man schon so viel Endorphin. Also. Dann tut es schon gar nicht mehr weh. Oft tut es auf der zweiten Runde am meisten weh. Ja, Gott, das ist mein Trick. Mein neuer Trick, hast du gesehen? Liebevoll tätscheln. Es ist ein Auf und Ab. Wie in einer Leistungssportlerkarriere. Das stimmt. Gibt es auch Höhen und Tiefen? Gibt's, ja, gibt's. Oder? Bei den meisten gibt es mehr Tiefen, kurze Höhen, aber es ist schön, wenn man auch mal eine Höhe gehabt hat. Also es ist entschleunigt, aber es ist wirklich nicht weniger anstrengend. Nee, es ist nicht weniger anstrengend. Wow. Lecker, was da hier rumsteht. Kaffee und Kuchen. Ich würde sagen, das haben wir uns verdient jetzt. Das haben wir uns verdient, ja. So. Das sind ganz Leckereien hier. So, dann guten Appetit. Guten Appetit. Ich esse es jetzt. Peter, eine Frage habe ich noch an dich. Und zwar hast du ja irgendwann aufgehört mit deiner aktiven Karriere. Mhm. Diese Entscheidung zu treffen, ist dir das leicht gefallen? Wie war das? Gar nicht. Gar nicht. Das war auch überraschend für viele andere eigentlich.
Ich habe die Entscheidung getroffen während eines Weltcups eigentlich. Ich war noch mitten im Weltcup in Schweden und da habe ich gemerkt, ach, das Vorstadtkribbeln war nicht mehr da. Und dann bin ich dann abends zu meinem Trainer und habe gesagt, pass auf, ich brauche morgen nicht starten, kannst jemand anders einsetzen, ich höre auf. Krass, mittendrin. Mitten im Beginn des Weltcups. Und er hat das eigentlich auch, hat mich gar nicht überreden wollen, das ist schlimm. Naja, ich habe schon drauf gewartet. Nein, nee. Tatsächlich hat er das verstanden und er hat gesagt, ja, okay, das ist deine Entscheidung. Und heute auf morgen habe ich quasi aufgehört. Aber ich war auch schon 34, jetzt war ich auch nicht mehr blutjung für diesen Leistungssport und habe dann entschieden, ich höre jetzt auf. Und am nächsten Tag war ich als Skitechniker mit dabei und habe geholfen, den anderen ihre Ski schnell zu machen. Krass. Und hast du jemals drüber nachgedacht, was ganz anderes zu machen? Irgendeinen anderen Beruf, der nichts mit Biathlon zu tun hat? Ja, das denkt man sich manchmal, ja. Manchmal denke ich mir, okay, ein Dachdecker wäre sicherlich auch ein Job gewesen, der einem Genugtuung irgendwo gebracht hätte, weil man sieht die Arbeit direkt, die man getan hat. Das ist bei uns ein bisschen undankbar, dass man nicht gleich Erfolge sehen kann. Und als Dachdecker hat man sein Haus fertig gemacht, sieht, Mensch, war gute Arbeit. Und ich gehe zur nächsten Arbeit. Und das beneide ich manchmal an solchen Handwerkergeschichten. Guten Appetit. Ja, dir auch. Ja. Tischlein deck dich, da ist eine Gabel. Tischlein deck dich, gleich eine Gabel. Vielen Dank. Und? Das Gehackte ist wahrscheinlich auch. Wir sind hier auf dem Dorf. Wahrscheinlich eine Menge Knoblauch. Wir sind ja noch. Käse. Mit Käse? Knoblauch, Käse. Mischung. Dip. Mega lecker. Komm, jetzt gehen wir wieder zurück nach Hause, ne? Ja? Zurück nach Hause? Zur Reilermühle? Ja. Na komm. Kannst jetzt in deinen Lebenslauf schreiben. Ja. Olympiasieger und Eselführer, Scheinbesitzer. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.